Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fiesta Online. Ich bin's, der Black. Ja, die Elika ist auch wieder mit am Start. Trotzdem wird's eine kurze Folge werden. Und zwar, ja, nicht wegen mir. An mir liegt das nicht. Braucht doch nicht zu sagen, dass ich irgendwie Schuld daran hätte. Wer schuld ist, ist Julian. Ja, genau, du bist schuld. Du hast gemeint, ja, mir macht doch immer nur hier, und du hast dich über die letzte Folge beschwert, weil die Ogerketten keine XP geben. Das Problem dabei ist, und das solltest du eigentlich mittlerweile wissen, es ist mir egal. Ich hab's nicht gewusst, aber es wäre mir egal gewesen, ich hätte es trotzdem gemacht. Weil die Alternative, die stelle ich euch heute vor. Wir machen nur die WDHs, kümmern uns nur um die WDHs von den Viechern. Da ist momentan aber vieles besetzt. Ja gut, habt ihr Glück gehabt, dann wird es wieder ein bisschen länger. Aber ansonsten, ja. Ansonsten wird da nicht viel heute. Das liegt halt schlicht und ergreifend daran, weil ihr es nicht wolltet. So, Punkt. Kadia, also hast du auch schon. Wollte gerade einladen, aber Elika war schneller. Wunderbar. Einmal Pröbchen für mich. So. Blololo. So, und weiter. Der nächste. Nee, hier. So. Verdammt. So, noch eine Probe. Ist aber nicht meine. Wenn, dann ist es die für Elika vielleicht. Keine Ahnung. Okay, alles klar. Boah, jetzt hab ich nicht aufgepasst. Ja, siehst du, das passiert auch, wenn ich quassel. Ich musste natürlich selber aufpassen. Aber das ist die Gewohnheit. Willst halt gleich zurückschreiben, ne? Naja, ist egal. Alles, was da das ist, das verlängert ein bisschen die Folge. Und dadurch, dass wir ja eh sonst nichts anderes machen, ist das ja toll für euch. Ne? Aber effektiv, ne? Wie gesagt, ich könnte zwei Dinge tun. Ich könnte mich einfach dran rumtüdeln. Und so weiter und so fort. So, und könnte halt sagen, ja, okay, weißt du was, wir machen nur diese WDH. Vielleicht könnte ich sie zusammenschneiden, dass ich halt jetzt mehrfach täglich einlogge, aber das war's dann halt auch schon. Dann ist gut. So, und das wäre es halt gewesen. Fertig. Fertig. So, okay. Nur für die Kardia, die ja auch nicht weiß und so weiter und so fort. So, okay. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, ich könnte nur die WDHs machen, könnte nur sagen, jo, okay, wir machen nur die WDHs und werden nur hier die ganze Zeit das hier machen. Und zwar die ganze Zeit über. Das, was ihr jetzt gesehen habt, mit ein bisschen weniger Abwechslung, also idealerweise gehe ich da nicht drauf, würdet ihr dann die ganze Zeit sehen. Nur das. Nichts weiter, nur eben diese kleine Scheißquest. Das wäre Alternative 1. Oder aber Alternative 2, wir machen halt noch, das werden wir jetzt noch machen, die Giftquest mit. Jo. So sieht's aus, so wird's sein und das war's dann halt auch ganz allein. Punkt. Und da habe ich ehrlich gesagt auch keinen großen Bock zu. Weil, muss man ganz offen und ehrlich sagen, weil es geht halt auch darum, ne, wie gesagt, erstens, es muss euch Spaß machen. Und ich irgendwie bezweifle ich, wenn ich jeden Tag dasselbe mache oder jede Woche und halt gerade in der Kürze der Zeit sowieso nicht so viel erzählen kann dann. Schnittchen wurde zum Großwildjäger befördert, herzlichen Glückwunsch. Wenn ich jedes Mal dasselbe mache, ja, dann dann wird es halt auch jedes Mal dasselbe. Ich mache ständig genau das Gleiche. Ich mache genau das, was ich machen soll. Und wenn ich es gemacht habe, dann ist die Folge auf einmal rum. Und beim nächsten Mal, wenn die Folge wieder einloggt, dann mache ich genau wieder dasselbe. Und es passiert überhaupt nichts Interessantes mehr. Nach 2000 Folgen ist das Let's Play am Ende tot. Und für mich muss ich dann sagen, auch das Game. Weil ganz offen und ehrlich, ich habe nicht Lust,
immer nur dasselbe zu machen. WDHs, ja klar, gehört gerade bei so einem, bei einem MMO vor allem am Ende mit dazu. Vor allem bei so einem alten, bei so einem älteren. Ich lass mal Elika schreiben, sonst kriege ich Problemchen. Ja. Und danach muss ich schon auf. So, bim. So. Okay. Wie gesagt, theoretisch könnte ich noch ein bisschen länger machen. Theoretisch könnte ich jetzt die Geister anfangen. Aber die sind eben auch, muss ich auch dazu sagen, dass die sind auch was Besonderes in der Hinsicht, dass ich sagen muss, jo, okay. Das klappt nicht. Das funktioniert nicht. Ja, du wolltest noch Biber schreiben. So, okay. So, also, genau, Jezebel teleportiert mich, also nee, hat Kaku gewollt mit Medaillengewinner. Wie gesagt, tatsächlich ist das heute mal so eine Ausnahmefolge, da wollte ich zeigen, dass nicht viel los ist, da ist viel los, weil, ja, wahrscheinlich genau den richtigen Zeitpunkt erwischt habe, aber alte Eule hat sich Questprofi verdient, auch herzlichen Glückwunsch, meine Fresse. So, aber es ist halt wirklich so, dass ich, naja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Du wurschtelst halt hier, du machst da genau das hier, du machst nicht weniger als das hier und du machst ständig jedes Mal dasselbe. Und in der Regel ja ohne irgendwelchen Kundenverkehr, in Anführungsstrichen, also ohne dass ich zum Beispiel der Cardio begegne, nebenbei noch was im Chat schreibe, dabei sterbe, weil ich zu blöd bin, im Schritt zu schreiben und oder zu warten. Sowas in der Art. Ne? Man muss halt wirklich dazu sagen, so. So wie das jetzt läuft. Vielleicht alleine, vielleicht mit Elika. Mehr wird dabei nicht rumkommen. Und zwar das über Jahrhunderte von Folgen. Ja, sorry. Nee. Wie gesagt, dann würdet ihr nicht mehr zuschauen auf Dauer. Fertig. So. Dann würdet ihr nicht mehr zuschauen auf Dauer. Und ich selbst würde auch nicht mehr zuschauen oder ich würde es auch nicht mehr machen wollen. Wenn ich nicht wenigstens mal was Interessantes nebenbei mache. Ich mache schon viel zu viel, weil ich diese WDH, weil ich mich nicht richtig drauf vorbereiten kann, nicht immer richtig in die Questliste gucken kann. Einfach aus Zeitgründen ist das teilweise gar nicht möglich, um da vernünftige Folgen hinzubekommen. Das ist ärgerlich. Aber ich muss es halt so sagen, wie es ist. Fiesta ist nicht umsonst auf eine Woche zurückgestuft und nicht mehr täglich zu sehen. Erstens aus Zeitgründen, ich schaff's gar nicht mehr länger. Und zweitens, wie gesagt, hat es einen Grund, warum Fiesta das Game ist, was auf zwei Stunden, auf eine Folge zurückgestuft ist und Herr der Ringe auf zwei. Einfach weil ich Herr der Ringe momentan abwechslungsreicher und interessanter finde als Fiesta. Und wenn ich Herr der Ringe viel abwechslungsreicher finde, dann ist das ja schon ein Grund. Ich habe es dann extra so gemacht, damit ich vielleicht jede Folge was zu quasseln habe, jede Folge dieses und jenes. Aber wie gesagt, trotzdem brauche ich ja keinen Podcast machen. Das ist ja fast nur ein Podcast, wo im Hintergrund irgendwas läuft. Und das ist nicht meine Art. Dann könnte ich auch so aufnehmen und könnte halt ohne zu quatschen hier machen und könnte mich auf den Podcast, ja gut, geht auch nicht, dann müsste ich ja wieder mehr Zeit rein ein bisschen hauen, aber, ne, also, ich sag's so, wie es ist. Es bringt nix. Es bringt nix, so nur dieses Zeugs zu machen. Ne, ich quatsch jetzt schon länger, weil ich mich wirklich über diesen Kommentar aufgeregt habe und da muss man wirklich dazu sagen, es ist nicht das erste Mal. Ne, es ist nun mal meine Spielweise. Ich will so viel wie möglich vom Spiel mitnehmen. Das habe ich von Anfang an gesagt. Das hier ist kein Speedleveln. So, und wenn jemand halt meint, warum machst du das? Ich verstehe nicht, was du das machst. Warum guckst du dann diese Folgen an? Ganz ehrlich. Wir sind jetzt bei Folge 2113, 14, so in der Drehe. Und ich habe das seit genau von Anfang an genau so gemacht. Klar, ich habe jetzt nicht extra, sagen wir mal, absichtlich dieses und jenes verschlampert und verschlübbelt und verschnübelt und hast du nicht gesehen. Aber danach? Nö. Also, wie gesagt, ich
habe immer das mitgenommen, was geht. Ich habe alte Quests gemacht, wenn es ging, auch wenn die mir nicht mehr viel gebracht haben, wo sich auch Julian regelmäßig drüber aufregt. Das ist mir aber scheißegal. Denn, wie gesagt, dieser Content gehört zum Spiel und wenn ich ein Spiel spiele, wo ich dann immer nur den ganzen Tag WDHs mache, dann, warum bauen sie dann die anderen Quests ein? Erstens ist das eine Würdigung für die Entwickler. Und zweitens, wie gesagt, wenn ich ein Spiel spiele, wo immer nur WDHs gemacht werden, das guckt doch keiner an. Will auch keiner machen. Noch schlimmer war es damals, wo du halt hier auf diesen Leveln nur grinden musstest, wo du im Prinzip gar keine Quests mehr hattest und immer nur an möglichst guten Punkten, wo möglichst viele XP gab, durch die Gegend gerannt bist und dir Viecher geholt hast. Das ist keine Art. So. Aber genug aufgeregt, die Folge ist trotzdem 10 Minuten geworden, weil doch ein bisschen mehr Besonderes drin war, als ich eigentlich beweisen wollte. Aber genau solche Folgen wie jetzt, genau solche Folgen würde es immer geben, wenn es nach Julian geht. Immer nur noch solche, bis diese WDH weg ist. Oder bis die Daily weg ist. Ist das wirklich ein Plan? Wollt ihr das wirklich? Weil wenn ihr das schreibt, dann habe ich kein Problem mehr mit. Dann mache ich das bis Cap so. Dann, ja, bitteschön. Aber ansonsten weiß ich nicht. So. Jetzt ist aber genug aufgeregt, es hat mich geärgert und das sollte man wirklich klar und klipp und klar mal so kommunizieren. Er hat mir schon viel geholfen, er hat mich viel unterstützt. Ohne ihn wäre ich wahrscheinlich auch nicht mehr hier, ohne die Unterstützung, die ich von ihm bekommen habe, würde ich wahrscheinlich auch schon nicht mehr spielen, würde es auch keine Folgen mehr geben. Das will ich nicht verheimlichen. Allerdings, mein Spielstil ist schon immer klar gewesen und wird es immer sein. Und ganz ehrlich, wenn er dann sagt, nee, gut, dann brauche ich mir das ja nicht angucken, dann mach's halt nicht. Entweder guckst du es dir nicht an, wenn du sagst, ja, okay, ich will, die Unterstützung, das lassen wir dann halt auch. Auch kein Problem. Habe ich dann auch kein Problem mit. Wie gesagt, dann endet halt irgendwann das Let's Play. Dann ist es halt so, weil zum Nacharbeiten komme ich nicht wirklich. Ne? Ich brauche Unterstützung. Man sieht es an den Tränken hier, die ich von Elika bekommen habe. Micha will mir welche selber basteln. Auch noch und so weiter und so fort. Aber erstmal muss es soweit kommen. Ich kann es nicht mehr. Ich krieg's zeitlich nicht mehr hin. Aber ich will halt wenigstens ein bisschen Abwechslung im Spiel selbst haben. In den Folgen selbst haben. Und wer das nicht versteht, na sorry, dann lasst es halt. Dann guckt halt nicht hin. Weil wenn ihr wirklich wollt, irgendjemand, der hier Fiesta Speed levelt, das Aufnahmeprogramm heißt OBS Studio, ist kostenlos, könnt ihr euch runterladen. Was zum Rendern bräuchtet ihr aber noch, aber wenn ihr es richtig einstellt, das OBS, kriegt ihr im Notfall auch ohne zu rendern ein paar Folgen hin oder macht das als Livestream, macht es halt selbst. Nur, wie gesagt, ich prophezei euch, am Anfang vielleicht, aber später wird euch da keiner mehr zugucken, wenn du stundenlang dasselbe machst. Das ist ja so schon langweilig genug, wenn du es selber machen musst. Und wenn dir da noch jemand zugucken muss, na, schönen Dank. So, jetzt aber genug gelabert, jetzt ist gut. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, Elitiger winkt noch. Ich habe sehr viel gequatscht. Bis zum nächsten Mal, bis denn. Tschüss.